Yes! Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute machen wir ein richtig krasses 5 Minuten Anti-Zellulite-Workout. Und zwar 10 verschiedene Übungen, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, Sportsachen anziehen. Es geht direkt los nach dem Intro. Nächste Geschichte, Skisprünge nenne ich sie mal. Also nicht ganz runter. Aufwärmen erstmal die zwei Übungen, aber ihr könnt natürlich vorher auch ein bisschen mehr aufwärmen. Jetzt noch Schreckstunde mit zwei kurzen Runden. Jetzt auf Boden Hip Thrust. Einbeinig. Mache, zieh ich ja nur auf einer Seite den Schirm hoch. Andere Seite. Burpees! Wenn ihr wollt, könnt ihr runter, also Liegestütz. Müsst ihr aber nicht. Okay. Wenn ihr Füße nicht schafft, dann hier, möglichst gerade Rücken. Okay,
Der Killer zum Schluss. Abwechseln. Ausfallsprung. Top-Schlecksprung. Richtig geiles 5 Minuten Anti-Cellulite Workout. Richtig geil. So. Lass mich mal kurz zu Ende reden. Okay. Also, es gibt ja immer folgendes Problem. Und zwar Menschen denken, sie machen jetzt einfach mal. So, sie haben nicht die richtige Erfahrung, wissen auch nicht, wie das alles funktioniert, haben dann Cellulite und denken, ach, ich gucke einfach mal bei YouTube. Anti-Cellulite Workout. Das muss ja mega helfen. Und dann machen sie das und machen das und machen das über 5 Jahre, über 10 Jahre. Das ist meine Erfahrung seit 20 Jahren, dass die Leute einfach irgendwas machen, ohne einen genauen Plan zu haben. Und das ist natürlich mega Zeitverschwendung. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Baum fällen würde oder wollen würde und ich nicht verstehe, dass die Axt falsch rum ist und ich hau mit der Rückseite die ganze Zeit auf den Baum rauf, dann bringt es gar nichts. Ihr werdet den Baum nie fällen. Wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, hey, dreh doch mal die Axt um. Und ich dann sage, nee, ich habe keine Zeit, die Axt umzudrehen, ich muss weitermachen. Dann ist es mega zum Scheitern verurteilt. Und ich möchte mit allen Workouts, die ich mache, immer, dass ihr versteht, es ist nie nur das Workout, sondern es ist immer in einer Kombination mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Mindset und gerade bei Zellulite, weil so viel auf Zellebene passiert. Okay, und ich habe auch schon Zellulite-Videos auf YouTube, wo ich genau die verschiedenen Faktoren erkläre. Sport ist nur ein kleiner Faktor in diesem ganzen Training. Natürlich gut, um die Zellsituation zu verbessern, aber alleine damit, mit so einem Workout, selbst wenn du es über 3 Jahre jeden Tag machst, wirst du keinen Erfolg haben. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das immer dazu sage, weil es gibt also draußen so viele Anti-Zellulite, Anti-Sonst-was-Workouts und die Leute machen das, aber haben keinen Erfolg. Und das ist scheiße. Und deswegen guck gerne das Video über Zellulite von mir auf YouTube, da gibt es glaube ich 1, 2. Oder guck die Free Tour im Maximum-Prinzip, weil ich habe hunderte Frauen dazu bekommen, dass sie die Zellulite komplett loswerden. Das kannst du da alles selber nachlesen, gucken. Und es sind kostenlose Videos. Meld dich einfach an, guck sie dir an, dann verstehst du, wie man den Traumkörper erreicht, ohne dass man jemals auf was verzichtet. Das kommt noch dazu. Alles mental, okay? Also, Axt umdrehen, richtig starten, okay? Like natürlich das Video. Abonnier den Kanal auf jeden Fall, damit du nichts verpasst. Und das war's für heute, euer Coach Sessi. Geh mal nach Hause jetzt. Du bist immer so ein Schauspieler. Kannst du einfach nach Hause gehen jetzt? Kannst du jetzt einfach bitte gehen?